Gute und herzlich willkommen bei CoinCharge. In dem heutigen Video geht es um das Thema Lightning Liquidität. Wir erklären, wie du deinen eigenen Lightning Node mit einem anderen Lightning Node verbinden kannst, einen gemeinsamen Kanal eröffnest, in diesem gemeinsamen Kanal jeder dieser beiden Nodes 50% der Kapazität zur Verfügung stellt. Das hat den Vorteil, dass jeder dieser beiden Nodes auf der einen Seite Inbound-Liquidität besitzt, als auch Outbound-Liquidität. Und somit kann jeder dieser beiden Nodes Lightning-Zahlungen senden und auch Lightning-Zahlungen empfangen. Wir erklären das am Beispiel einer Anbindung zu dem Lightning-Node von CoinCharge. Wir haben hier unten nochmal eine URL eingeblendet. Da ist auch alles nochmal Schritt für Schritt beschrieben und erklärt. Und dort findet ihr auch ein Kontaktformular. Und über dieses Kontaktformular könnt ihr uns mitteilen, dass ihr einen gemeinsamen Kanal mit CoinCharge eröffnen wollt. Wir fangen jetzt an mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Video. Dabei verwenden wir die Softwarelösung von Ride the Lightning, kurz RTL. Um jetzt einen gemeinsamen Lightning-Kanal zu eröffnen, begeben wir uns in die Anwendung RTL, also Ride the Lightning. Wir haben hier schon ein ausführliches Video erstellt darüber, wie Ride the Lightning funktioniert. RTL, Ride the Lightning, diese Anwendung ist eigentlich auf den gängigsten Hardware-Nodes bereits vorinstalliert. Und wenn ihr euch dort anmeldet, dann müsst ihr als allererstes Bitcoin-Einzahlung machen, also eine On-Chain-Einzahlung. Und das geht wie folgt, ihr geht auf On-Chain, dann habt ihr hier die Möglichkeit, eine Adresse zu generieren. Diesen QR-Code, den scannt ihr dann ab und nehmt eine Bitcoin On-Chain Einzahlung vor. Und dieses Guthaben in On-Chain, das habe ich hier schon gemacht. Hier liegen insgesamt 2,5 Millionen Satoshis bereits vor. Und dieses On-Chain Guthaben wird verwendet, um jetzt einen Lightning-Kanal zu eröffnen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Lightning-Kanal eröffne, dann wird dieses On-Chain Guthaben verwendet und in diesen Kanal gesteckt. Und wenn ich irgendwann diesen Kanal schließe, dann bekomme ich die mir gehörende Lightning-Liquidität wiederum on-chain zur Verfügung gestellt. Also, ich habe hier bereits 2,5 Millionen Satoshis liegen und möchte jetzt einen Kanal eröffnen. Wohin möchte ich einen Kanal eröffnen? Ich möchte einen Kanal eröffnen zu CoinCharge. Dazu gehe ich auf Mempool Space, denn ich brauche die sogenannte Node-ID von CoinCharge. Und die kann ich rausfinden, indem ich zum Beispiel hier nach CoinCharge suche. Wenn ich hier nach CoinCharge suche, dann bekomme ich eine neue Funktion von Mempool Space, nämlich die Informationen über das Lightning-Netzwerk. Und hier steht der Lightning-Node CoinCharge und die entsprechende Node-ID. Ich finde auch hier noch weitere Informationen über den Kanal oder welche Kanäle es schon mit CoinCharge gibt. Diese Node-ID, die kopiere ich mir, indem ich hier draufklicke in meine Zwischenablage. Und jetzt gehe ich wieder zurück in die Anwendung RTL. Und klicke bei Lightning, Peers und Channels. Und jetzt klicke ich auf Peers und sage Add Peer und gebe hier die Node-ID von CoinCharge ein. So. Jetzt habe ich jetzt die Node-ID von CoinCharge eingegeben und habe jetzt die Möglichkeit, diesen Kanal zu verbinden. Nachdem ich mit den CoinCharge-Node mich verbunden habe, einen Kanal zu CoinCharge zu öffnen. Und das mache ich, indem ich jetzt hier in den Kanal 2 Millionen Satoshis reinstelle. 2 Millionen deshalb, weil ich eine Gesamtkapazität mit dem Kanal in Höhe von 2 Millionen Satoshis haben will, muss ich bei der Eröffnung des gemeinsamen Kanals die gesamte Kapazität, also sprich die gesamte Liquidität, im ersten Schritt zur Verfügung stellen. Also 2 Millionen Satoshis, Open Channel. Jetzt wird der Kanal eröffnet. Wir sehen hier oben, wir haben aus den 2,5 Millionen Satoshis, die wir ursprünglich hatten, jetzt nur noch 500.000. Das liegt daran, dass die 2 Millionen für die Eröffnung des Kanals jetzt auf die Blockchain geschrieben werden. Der Kanal ist also noch nicht sofort verfügbar,
sondern das dauert jetzt 6 Confirmations, die wir jetzt abwarten müssen, und dann steht der Kanal. Diese Zeit müssen wir abwarten. Wenn wir jetzt hier auf Channels gehen, dann finden wir diese Information. Hier steht es nämlich schon Pending. Pending ist und hier Pending Open. Wenn wir jetzt hier auf Pending gehen, dann finden wir hier den sich öffnenden Kanal von zu CoinCharge mit der Kapazität von 2 Millionen und der Gebühr von 2810, die uns die Eröffnung dieses Kanals kostet, weil die auf der Blockchain gutgeschrieben werden. So, und jetzt können wir uns mal anschauen, View Info, und hier bekommen wir jetzt die Informationen zu dem Öffnungsvorgang. Hier sehen wir den Node, mit dem wir uns gerade verbinden wollen. Und hier haben wir eine Angabe, die können wir mal mit einem markieren und kopieren. Danach kommt hier Doppelpunkt 1, das lassen wir weg. Wenn wir uns das kopieren, können wir noch einmal in den Mempool Space reingehen und geben das jetzt hier in die Suche rein. Wir sehen hier die Blockchain und unsere Transaktion, die wir vor 3 Minuten eingegeben haben, ist noch nicht auf der Blockchain bestätigt worden. Sie befindet sich noch in Mempool. Erwartet wird es, dass noch etwa 30 Minuten dauert, bis sie auf der Blockchain festgehalten worden ist. Und so lange besteht der Kanal auch nicht. Doch was können wir in der Zwischenzeit machen? In der Zwischenzeit können wir auf die Webseite von CoinCharge gehen. Die URL habe ich hier nochmal eingeblendet. Und hier geht es um das Thema gemeinsam Lightning Channel. Und hier wird noch alles noch einmal genau erklärt. Und hier gibt es ein Kontaktformular. Dieses Kontaktformular füllt ihr bitte aus und schickt es zu uns. In dieses Formular tragt ihr dann eure Angaben ein. Also ganz oben tragt ihr die eigene E-Mail-Adresse ein. Also ihr benötigt hier eure eigene Node-ID. Die müsst ihr uns bitte mitteilen, damit wir wissen, wer ihr seid oder welche Node sich mit uns verbindet. Ihr geht dazu wieder in eure eigene Reihe zu Lightning, geht dann zu Public Key und dort bekommt ihr euren eigene Node-ID in Form von Node PubKey. Den kopiert ihr euch hier aus der Zwischenablage, geht wieder in das Formular und tragt das hier ein. Die Kanalkapazität beträgt insgesamt 2 Millionen Satoshis, also der gesamte Kanal. In Kanalkapazität gebt ihr dann 2 Millionen ein, denn das ist ja das Ziel des gemeinsamen Kanals. Und dann teilt ihr uns mit, an welche Bitcoin-Adresse wir die Hälfte der Kanalkapazität, also die 1 Million, an euch zurücküberweisen sollen. Und idealerweise nehmt ihr eine Bitcoin-Adresse von eurem eigenen Lightning-Node. Geht ihr wieder in On-Chain, generiert eine Adresse, kopiert diese Adresse und fügt es in dieses Formular ein. Und wenn ihr uns noch irgendwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das hier unten reinschreiben. Ansonsten klickt ihr einfach auf Senden. Ich befinde mich jetzt im Backend-System von Ride the Lightning bei CoinCharge. Hier oben seht ihr das, bei CoinCharge. Und wenn ich hier auch auf Piers Channel gehe und dann auf Pending, dann sehe ich die Eröffnung unter Pending Open, die Eröffnung des Kanals, die gerade angestoßen worden ist. Ich habe zusätzlich eine E-Mail bekommen und in dieser E-Mail habe ich die entsprechenden Informationen. Und jetzt sehe ich, aha, das ist also der Kanal, der hier gerade aufgemacht worden ist. Wenn ich unter Actions gehe, kann ich dann zum Beispiel nachschauen, wie weit ist dieser Kanal schon bei der Eröffnung über die Blockchain bestätigt worden. Wenn die Bestätigung vorliegt, dann würde dieser Pending-Status automatisch in Open gehen. Jetzt weiß ich aber, ihr wollt einen Kanal zu uns eröffnen und die Gesamtkapazität sind 2 Millionen. Und jetzt erstelle ich eine Invoice. Dazu gehe ich dann wiederum auf Transaktionen, gehe auf Invoices und erstelle eine Invoice. Also ich erstelle als Memo die Node-ID an CoinCharge und gebe jetzt den Invoice-Betrag ein und zwar jetzt über die Hälfte. Also insgesamt war es 2 Millionen und jetzt mache ich das über 1 Million. Und in dem Fall mache ich es so, dass diese Invoice insgesamt 7 Tage gültig sein wird, also Days und 7. Create Invoice.
Das sind jetzt die Invoices, die kopiere ich mir jetzt in die Zwischenablage. Ich schreibe euch dann eine kurze E-Mail als Antwort. Vielen Dank für die Eröffnung eines gemeinsamen Kanals und kopiere euch diese Lightning-Invoice da rein. Und dann schicke ich euch diese E-Mail zurück. Wir haben die Ansicht von dem Backend-System von CoinCharge verlassen und sind jetzt wieder im Backend unseres eigenen Lightning-Nodes. Und das sieht jetzt wie folgt aus. Die Kanaleröffnung, die ist jetzt durch, das heißt also über die 2 Millionen Satz. Und so sieht es dann, wenn ihr das gemacht habt, bei euch aus. Ihr habt hier den Peer stehen. Ihr habt dann sehen auf eurer Local Balance knapp 2 Millionen Satz. Das ist ein bisschen weniger. Das liegt daran, dass hier die Gebühren abgezogen worden sind. Also eure lokale Balance ist knapp 2 Millionen und auf der Remote Balance ist 0. Kurze Erklärung. Local Balance ist eure Outbound-Liquidität. Damit könntet ihr jetzt Zahlungen leisten. Auf eurer Remote Balance, also der Inbound-Liquidität, habt ihr 0. Das heißt, ihr könntet keinerlei Zahlungen empfangen. Jetzt ist ja die Intention, dass wir das gleichmäßig verteilen werden. Jetzt möchte ich euch aber nur, damit ihr seht, wie es bei euch aussieht, auch zeigen, wie es parallel auf der anderen Seite aussieht. Ich habe hier mal nebendran gestellt. Ich habe das auch jetzt farbig mal ein bisschen unterteilt, damit man besser unterscheiden kann. Das ist quasi der Server von euch dann. Und das wäre dann die Sichtweise auf dem CoinCharge-Server. Und hier seht ihr, dass die Local Balance 0 ist. Und die Remote Balance ist 2 Millionen. Also hier wäre es genau umgekehrt wie auf eurem Server. Und was wir jetzt machen, wir haben jetzt eine E-Mail bekommen. Sieht dann so ungefähr aus von CoinCharge. Und wir kopieren uns diese Lightning Invoice. Kopieren wir uns jetzt hier in der Zwischenablage. Und diese Lightning Invoice über die 1 Million Satoshis, also die Hälfte der Balance, werden wir jetzt überweisen. Und dazu gehen wir auf Transaktionen und gehen auf Send Payment. Und hier kopieren wir die Lightning Invoice rein. Und jetzt müssen wir auf etwas achten. Und zwar müssen wir darauf achten, dass der ausgehende Kanal der gemeinsame Kanal sein wird zwischen eurem Server und den von CoinCharge. Jetzt haben wir hier in dem Fall nur einen einzigen. Deswegen ist es sehr leicht. Das wird der naheliegende CoinCharge sein. Wenn ihr nachher mehrere Kanäle offen habt, dann solltet ihr darauf achten. Wir haben jetzt CoinCharge definiert. Bei den Beträgen sagen wir gar nichts. Das lassen wir so, wie es ist. Und klicken jetzt auf Send Payment. Und jetzt ist die Zahlung unterwegs. Wir kriegen das hier angezeigt. Und jetzt wollen wir uns mal gucken, wie das denn jetzt auf dem Kanal aussieht. Und hier sehen wir es gleich, es hat sich geändert. Die Local Balance hat abgenommen, und zwar um 1 Million Satoshis. Und dafür sind die Remote Balance um 1 Million erhöht. Also wir haben auf unserer Seite das ausgeglichen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es parallel auf der anderen Seite aussieht. Machen wir mal kurz einen Refresh. So sieht es jetzt auf CoinCharge-Seite aus. Wir sehen, hier ist die Local Balance 1 Million und hier sind 993, also knapp 1 Million. Jetzt ist es auf beiden Seiten gleichmäßig verteilt. Jetzt haben wir es geschafft, dass der eine Kanal, den wir gemeinsam haben, ausgeglichen ist. Auf beiden Seiten sind knapp 1 Million Satoshis. Und somit können beide Seiten jetzt Zahlungen senden und auch empfangen. Wenn ihr die Lightning Invoice bezahlt habt und der Kanal auf eurer Seite jetzt ausgeglichen ist, seid so lieb und schickt mir kurz eine E-Mail, damit wir wissen, dass das abgeschlossen ist. Einfach kurz Reply auf die E-Mail, die ihr schon bekommen habt. Wenn wir von CoinCharge die E-Mail von euch bekommen haben, dann können wir relativ einfach nachschauen und stellen fest, aha, hier ist die Invoice, 1 Million Satoshis, die ist also bezahlt worden. Und dann kann man folgendermaßen, dann gehen wir wie folgt vor, wir gehen dann auf Onchain, wir holen uns die Bitcoin-Adresse, die ihr uns mitgeteilt habt. Geben eure Bitcoin-Adresse ein, den Betrag von 1 Million Satoshis, definieren die Gebühren, damit es über den Mempool bezahlt werden kann und drücken auf Send Funds. Jetzt haben wir die 1 Million Satoshis, die ihr quasi
per Lightning an CoinCharge bezahlt habe, zahlen wir jetzt per On-Chain, also per Bitcoin, an euch zurück. Und in der Regel informieren wir euch, kopieren wir uns hier den Transaktionshash, wir rufen dann Mempool Space auf, sehen, die Transaktion ist im nächsten Block, das kopieren wir euch, dann schreiben wir euch eine kurze E-Mail, kopieren dort den Link aus dem Mempool, damit ihr sehen könnt, dass die Bitcoin unterwegs sind und werdet darüber informiert. Und jetzt wollen wir auch nochmal gucken, wie es dann bei euch aussieht. Ihr hattet vorher etwa 2,5 Millionen auf eurem Lightning-Node. 2 Millionen davon wurden jetzt in den gemeinsamen Kanal gesteckt. Es bleiben also knapp 500 Millionen übrig. Dann habt ihr die Lightning-Invoice in Höhe von 1 Million Satoshis bezahlt und bekommt jetzt 1 Million per On-Chain zurück. Und jetzt sehen wir hier, das ist also das quasi das Guthaben in On-Chain-Guthaben. Jetzt machen wir folgendermaßen. Wir sehen, dass die 1 Million, die unterwegs sind, sich noch auf dem Mempool befinden. Sie sind also noch nicht über die Blockchain bestätigt worden. Ich drücke mal auf Reload. Und jetzt sieht man das sehr schön. Die 1 Million sind unterwegs. Sie sind noch nicht bestätigt. Bestätigt sind bisher nur 585. Und die gesamte On-Chain-Guthaben von euch sind 1,5 Millionen plus das Guthaben von 1 Million in dem Kanal, wieder in Summe 2,5 Millionen Satoshis. Und wenn ihr diese Millionen aus dem Kanal wieder haben wolltet, dann könntet ihr diesen Kanal einfach closen. Hier unten sieht man das. Könntet ihr den Kanal einfach wieder schließen und es würde wiederum über die Blockchain bestätigt werden und ihr würdet dann das Guthaben wieder auf eurem On-Chain-Guthaben gutgeschrieben bekommen und hättet dann hier wieder 2,5 Millionen Satoshis. Gerade habe ich gesehen, dass unsere Transaktion bestätigt worden ist vor einer Minute. Das heißt, die Transaktion ist auf die Blockchain geschrieben worden. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Wir sind jetzt hier wieder in unserem Backend und hier sind sie noch unconfirmed. Und jetzt klicken wir mal auf Refresh. Und wir sehen, auch hier sind jetzt die 1,5 Millionen Satoshis wiederum bestätigt und unconfirmed ist 0. Das ist die Beschreibung, wie ihr einen gemeinsamen Kanal eröffnen könnt zu CoinCharge. Aber wie gesagt, es muss nicht CoinCharge sein. Ihr könnt diese Vorgehensweise auch mit einem Freund zusammen durchspielen und so auf diese Art und Weise einen gemeinsamen Kanal eröffnen. Bitte achtet darauf, dass ihr die Person vielleicht irgendwie persönlich kennt oder ein gewisses Vertrauensverhältnis habt, denn theoretisch gäbe es die Möglichkeit, dass die Erstattung von Bitcoin von einem nicht durchgeführt wird. Also da müsstet ihr der Person schon vertrauen oder dem Notbetreiber vertrauen, dass er euch diesen Betrag erstattet. Aber ansonsten denke ich mal, ist das eine relativ einfache Vorgehensweise, um einen gemeinsamen Kanal zu haben. Der Vorteil ist es gegenüber zwei einzelnen Kanälen, dass man einen gemeinsamen größeren Kanal hat, der eine größere Gesamtkapazität hat. Und die Gesamtkapazität eines Kanals hat eine gewisse Bedeutung innerhalb des Lightning-Netzwerkes. Also es ist quasi statt einem schmalen Feldweg habt ihr jetzt eine gemeinsame breitere Autobahn. Wenn ihr Interesse daran gefunden habt, dann verbindet euch jetzt mit CoinCharge. Oder sucht euch Freunde und Bekannte, mit denen die einen Lightning-Node betreiben, mit denen ihr ebenfalls einen gemeinsamen Kanal eröffnen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt alles das noch einmal nachlesen in der eingeblendeten URL. Wie gesagt, dort findet ihr auch das Kontaktformular, um mit uns zu kommunizieren. Oder ihr könnt in unseren Telegram-Kanal kommen oder ihr schreibt unten in die Kommentare von diesem YouTube-Video. Also es gibt genug Möglichkeiten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wenn ihr noch ein Like da lasst und ein kleines Abo, dann tut ihr etwas für den YouTube-Algorithmus und dann wird dieses Video ein bisschen weiter vorne gezeigt und ihr werdet durch ein Kanalabo auch daran erinnert, wenn wir ein neues Video parat haben. Ich bedanke mich soweit und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.